Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Android Weekly News. Hier nun die Nachrichten der vergangenen 40. Kalenderwoche. Vor mehr als einem Jahr stand die internationale Funkausstellung 2013 in Berlin ganz im Fokus der Smartwatches. Samsung und Sony waren unter anderem die ersten Hersteller, die sich auf dem Markt der mit unseren Android-Smartphones verbundenen intelligenten Uhren beschäftigt haben. Doch nach wie vor mangelt es noch bei der Akzeptanz des Kunden, der allem Anschein nach noch nicht den ausreichenden Mehrwert in einer Smartwatch erkennt. Als im Sommer diesen Jahres jedoch die ersten Gerüchte zu einer runden Uhr aus dem Hause Motorola bekannt wurden, war das allgemeine Interesse groß. Die Moto 360 sah nun aus wie eine echte Uhr und wirkte nicht mehr als Fremdkörper am Handgelenk. Trotz frühzeitiger Vorstellung auf der Google I.O. in San Francisco hat es die Moto 360 nicht wie die Mitbewerber Samsung Gear Live und LG G-Watch, die beide ebenfalls mit Android Wear Betriebssystem ausgestattet sind, unmittelbar in den Handel geschafft. Hier in Deutschland erwarten wir die runde Smartwatch aus dem Hause Motorola ab kommenden Donnerstag für einen Preis von 249 Euro. Hoffentlich nicht zu spät, da inzwischen bekannt wurde, dass die verbaute Technik nicht mehr zeitgemäß ist und aufgrund einer alten CPU und einem 300 mAh starken Akku über eine zu geringe Ausdauer verfügen soll. Letztes Problem soll zumindest aufgrund eines jüngst veröffentlichten Updates behoben sein und ersten Tests zufolge der Moto 360 eine Laufzeit von 30 Stunden gewährleisten. In dem Jahre 2011 veröffentlichte der südkoreanische Hersteller mit dem Samsung Galaxy Note eine neue Smartphone-Klasse, die der sogenannten Phablets. Ein von der Größe des Displays her bedingtes Bindeglied zwischen Tablet und Smartphone. Seitdem veröffentlicht das Unternehmen traditionell jedes Jahr pünktlich zur internationalen Funkausstellung in Berlin ein weiteres Modell, wie auch dieses Jahr mit dem Samsung Galaxy Note 4. Das zusätzlich mit einem S Pen zu bedienende 5,7 Zoll große Phablet ist Samsung gewohnt nur mit der hochwertigsten Technik, wie einem 2,7 GHz starken Snapdragon 805 Quad-Core Prozessor, 32 GB Programmspeicher, als auch 3 GB RAM ausgestattet. Vergangene Woche nun gab Samsung mit dem 17. Oktober den Termin für den Verkaufsstart in Deutschland bekannt. Ebenfalls zu diesem Datum wird auch die auf der IFA 2014 vorgestellte Samsung Gear S Smartwatch käuflich erwerbbar sein. Wohingegen Samsung den Preis für das Note 4 nach wie vor geheim hält, wird die neueste Tizen-Uhr mit einem unverbindlichen Preis von 399 Euro empfohlen. Bleibt bei diesem stolzen, unverbindlichen Preis jedoch zu hoffen, dass der bei Amazon deklarierte Preis von 769 Euro für das Samsung Galaxy Note 4 sich bestätigt und nicht der Preisdimension eines Apple iPhones annimmt. Am Mittwoch vergangene Woche sorgte der Soft- und Hardwarehersteller Microsoft für die Überraschung der Woche. Nicht die Vorstellung des aktuellen Betriebssystems an sich war die Sensation der Pressekonferenz in San Francisco, sondern vielmehr die Versionsnummer des neuen Windows 10. Würde man unter normalen Umständen dem Unternehmen aus Redmond unterstellen, nicht zählen zu können, so ist das Auslassen von Windows 9 eine klare Unternehmensentscheidung gewesen. Grund hierfür ist die radikale Veränderung aller Microsofts Betriebssysteme. Windows 10 wird, egal ob Ultrabook, Smartphone, Tablet oder Personal Computer, plattformübergreifend funktionieren. Weiterhin wird man auf das mit Windows 8 eingeführte Metro-Design und das vom Nutzer nicht angenommene Startmenü verzichten. Vielmehr gibt es nun eine Kombination aus dem altbekannten Startmenü inklusive Suchfunktion und den selbst aktualisierenden Live-Tiles. Weiterhin erhalten geblieben ist die nützliche Funktion Windows Snap, die automatisch die Fenster der offenen Programme auf dem Desktop anordnet. Neu hinzugekommen ist hingegen ein Task Manager-Button, der einem über alle geöffneten Programme informiert, die nun auch über mehrere Desktops gleichzeitig aufgeteilt werden können. Eine erste Windows 10 Technical Preview steht im Rahmen des Windows Insider-Programms bereits zum Download zur Verfügung. Für alle anderen soll die offizielle Version von dem Betriebssystem Windows 10 noch in diesem Jahr in den Handel kommen.
ein finaler Preis und ob den Gerüchten zufolge für Windows 8 User ein Update kostenlos sein wird, wird aktuell im Hause Microsoft noch nicht kommuniziert. Google gilt allgemeinhin als der Suchmaschinenanbieter und Marktführer schlechthin. Lebt das Unternehmen aus Kalifornien schlussendlich von den Suchanfragen der Internetnutzer und den damit verbundenen Werbeanzeigen aus dem AdSense-Programm, wollen aktuell deutsche Verlagshäuser für die Nutzung ihres Contents an den Umsätzen teilhaben. Im Detail geht es um die Zusatzinformationen, die unter der Überschrift nach einer Suchanfrage angezeigt werden. Dieser sogenannte Snippet ist eine 156 Zeichen lange Textvorschau aus dem jeweils verlinkten Beitrag. Die Deutsche Verwertungsgesellschaft für Urheber- und Leistungsschutzrechte forderte nun vergangene Woche vor Gericht Google auf, die jeweiligen Anbieter entsprechend dem deutschen Leistungsschutzgesetz zu entlohnen. Das Unternehmen und der CEO Larry Page reagierte darauf kurzerhand mit der Entfernung aller Zusatztexte und Vorschaubilder aus der Google-Suchanfrage sowie den Google News der entsprechenden Publikationen wie beispielsweise Bild, Boda, Bunte oder Hör zu. Die Begründung von Philipp Justus, Managing Director bei Google Germany, ist, dass Google nicht für einen kostenlosen Dienst bereit ist, zusätzlich zu bezahlen. Schon gar nicht, wenn man den jeweiligen Internetseiten pro Monat bis zu 500 Milliarden Klicks verschafft. Inwieweit diese Maßnahme Einfluss auf die aktuelle Klage haben wird, bleibt abzuwarten. Doch die VG Media sah sich schon in einem vergangenen Rechtsstreit gegen Google als Verlierer und muss nun selbst mit einer kartellrechtlichen Untersuchung rechnen. Im Jahre 2012 stellte Google erstmalig mit Android 4.1 Jelly Bean die Google-Sucherweiterung Google Now vor. Der zu Apples Siri oder Microsofts Cortana in Konkurrenz stehende persönliche intelligente Sprachassistent erleichtert das Leben eines Android-Nutzers ungemein. So kann Google Now mit seinen Anwender kontextbasierend interagieren und ihm so beispielsweise sogenannte Karten anzeigen über das aktuelle Wetter, Spielergebnisse, Nachrichten, die laut Google Now von Interesse sein könnten, Anwendungen starten bis hin zu Benachrichtigungen für anstehende Termine oder Ereignisse aus unserem Kalender und ja, E-Mails. Google Now kann also auf Basis des Knowledge Graph semantische Informationen situationsbedingt vor oder zu einer speziellen Gegebenheit liefern. Und das sogar via Spracheingabe, ohne das Smartphone zuvor einschalten zu müssen. Dieses Feature des dauerhaften Zuhörens für die Hotword-Aktivierung OK Google will das Unternehmen nun weiterhin ausbauen, sodass der Sprachassistent in Zukunft permanent Gespräche aufzeichnet, um sie bei einem weiteren Termin mit dem entsprechenden Gesprächspartner als Memo automatisch bereitzustellen. Inwieweit die sicherlich auch nützliche Funktion im aktuellen Kontext der Datensicherheit zu betrachten ist, wird uns Google noch schuldig bleiben. Denkbar, dass die Daten verschlüsselt nur auf dem jeweiligen Device gespeichert werden und nie den Weg in die Cloud und so auf Googles Serverfarm findet. Weitere Sendungen wie Android für Anfänger, Tipps und Tricks, Android Talk und First Touch and View findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Blog unter go2android.tv. Die nächste Android Weekly News gibt es, wenn Sie mögen, am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und verpassen Sie im Anschluss nicht unsere Verlinkung zu weiteren Android-TV-Sendungen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben.